Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Wir starten gleich ins Spiel. Schluck zum Trinken brauche ich aber auch noch. Ja, hat sich nicht viel getan. Logischerweise. Logischerweise halt, meine Sicherungskopie sollte ich vielleicht machen. Einmal speichern. Muss man ja immer machen, YouTube und so. So, Zimmer, hier. Hier bauen wir Fliesen aus Granit aus irgendeinem Grund. Weiß ich nicht mehr, ist aber eigentlich auch egal. Ich würde gerne mal Nemex. Nemex hat angefangen, aber nicht beendet. Er forscht mehr. Weißt du was, dann gehen wir bei Nemex mal kurz bei Kunst auf die 1. Damit er mal sein Zeug fertig macht. Und ich möchte gestehen, ich hätte gerne mehrere Skulpturen. Weil die für die Forschung hätten wir auch Dragner. Was haben wir denn hier? Sango. Sangophagische Zusammenkunft. Ein anderer Vampir namens Fowler sucht einen sicheren Ort, um sich heimlich mit einem anderen Sangophagen zu treffen. Fowler ist der Anführer und möchte, dass das Treffen in Die Happy stattfindet. Wenn wir zusagen, werden zwei Sangophagen aus verschiedenen Richtungen in Die Happy eintreffen. Sie werden mehrere Stunden damit verbringen, ihre geheimen Angelegenheiten zu besprechen, bevor sie wieder abreisen. Wir könnten sie verraten angreifen. Möchte ich aber nicht, sondern die bleiben einfach 2 Tage. Das finde ich eigentlich okay. Verbesserte Lampen? Nee. Sozial trainieren? Nee. Würde das Todesschlaf-Serum nehmen? Mehrere Stunden. Komm, annehmen. Schauen wir mal. Mir eigentlich relativ egal, ob die da sind, solange sie mir nichts tun. Das ist so eher der Knackpunkt. Die Sangophagen nähern sich. Da ist der Fowler. Und das andere ist Missy. Okay. Kommt ruhig, kommt ruhig. Rückstoßlader. Und dann brauchen wir jetzt die Geschütztürme. Sobald die da sind, werden wir ein bisschen umbauen. Ja, irgendjemand hat ein Buch gelesen. Röhrenfernseher ist fertig. Ah, da fällt mir gerade was ein. 22%, das ändern wir um. Die 22% sind jetzt leider verloren. Das ist mir egal, aber wir wollen wieder Teufelspilz haben. So, da sind die 2. Okay, was passiert hier? Paula sitzt auf meinem Thron. Das schaut ja geil aus. Schau zu. Was? Nee, haben wir, nein. Haben wir gesagt, das letzte schon ablehnen. Geht leider nicht. Ein zweiter Vampir geht nicht. Ich war jetzt echt am Überlegen. Ich habe schon überlegt, oh, wie können wir jetzt einen Vampir versklaven? Scheiße. Nein, ein zweiter Sangophage wird nicht passieren. Und ich sterbe gerade innerlich. Hätte man schon brauchen können. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie gut er war. Aber die Werte habe ich ja dann sofort abgebrochen beim Gucken. Bisschen weh hat es jetzt getan, dass ich das ablehne. Ein bisschen weh hat's getan. So, wir sollen diese Giftmüllkraftwerke außerhalb bauen. Warte, ich würde es gerne so machen. So.
Dann machen wir das nämlich jetzt ganz anders. Gleich. Sonneneruption. Warum habe ich hier eine Fackel? Eine Blutfackel. Abreißen. Ja, dich können wir umstecken. Dich versetzen wir mal hier so rein. Die Stromleitung hier stört mich. Da brauchen wir eine versteckte Stromleitung gleich. So, genau. Hauen wir hier hinten ein bisschen was weg. Ich hatte nämlich jetzt eine kleine Eingebung. Und zwar, das Ding hier, was uns oder was mich erstört, setzen wir jetzt hier hin. Können wir da oben abreißen. Und dann können wir hier auch dieses Giftgaskraftwerk hinbauen. Wie viel haben wir denn? 3. Ich würde gerne. Bräuchte einen zweiten Gefangenen am besten. Der Wille ist halt auch schon fast runter. Halt, 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 halt. Ich würde gerne mal ein Bekehrungsritual machen. 7 und 5. Wer hat am wenigsten? Ella, Armee von Buddha 90, Rado 82. Dann machen wir es mit Rado. So. Unser Ziel ist ja trotzdem, alle zu unserer Religion zu konvertieren, ist ja klar. Ich glaube jetzt nicht, dass das was wird, aber wer weiß. Ineffektiv. Ja, wir brauchen den richtigen, da auch einen richtigen Raum. Oh Gott, er hat sogar dazu bekommen. Okay. Also, nächste Pläne. Wir brauchen einen Religionsraum. Ja, da würde ich ja gern den hier nehmen, aber 2 Jahre warten können wir halt jetzt doch nicht, gell? Wurde vor 31 Tagen angenommen. Okay, das können wir eigentlich auch noch aussitzen. So, Forschung. Dann gehen wir jetzt mal in den Dingens hier rein. Bauen hier jetzt mal einfach mal so ein paar Kanonen. Die hätte ich gerne mal weggetragen, alle. Okay, Bett. So. Hammer, aber Abwasserleitungen brauchen wir hier noch. Gut.
Dann hätten wir mal das nächste Zimmer. Das ist vor allen Dingen schön hier mit der Überwandlüftung direkt am Klo. Also wenn hier, wer auch immer dann hier schläft, reinkackt, riecht es im Nebenzimmer genauso. Gut, Gästezimmer. So, wir haben ja hier noch etwas. Wir haben ja hier noch etwas. Hier machen wir es wieder so. Ach nee, das machen wir nicht. Erstmal, bis auf das hier oder das hier lassen wir es jetzt erstmal. Aber später irgendwann werden wir es wahrscheinlich umbauen. Warum? Ich würde gerne diese Schlaf Dinger irgendwann mal hinbauen. Ja, wo sind sie denn? Bin etwas ver... Ja, hier, den... Nee. Ich find's nicht. Es gibt auch für die eine Religion, wenn man so auf Körperveränderungen sowas steht. Dass man. Genau, so die zum Beispiel die neuralen Überlader und sowas braucht. Transhumanist, genau. Und da gibt's auch diese Schlafteile. Ich dachte, das wäre hier irgendwo. Bin verwirrt. Die mal ans Bett so ranstellt und dann schlafen sie besser. Ja, keine Ahnung. Ist es nicht mehr? Oder gibt es das nur, wenn man die Religion hat? Ich bin verwirrt. Ich dachte, dass das hier eigentlich irgendwo wäre. Also nicht hier hinten bei den Kapseln, sondern dass das eine relativ frühe Forschung ist. Aber ich sehe es einfach nicht mehr. Keine Ahnung. Der neurale Überlader ist doch auch da. Ja, vielleicht wird es erst durch die... wenn man einen Transhumanist hat oder so freigeschalten. Keine Ahnung, durch die Religion quasi. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, bau mal hier die Betten fertig. Und dann hätte ich gerne... So, jetzt haben wir genau, wir haben das Ding oben raus. Zu klein der Raum. Das hatte ich nicht wirklich vor, oder? Das kann jetzt nicht ganz sein. Das kann jetzt nicht stimmen hier. Irgendwie das Gefühl, für das war es wohl doch nicht. Wir bauen es jetzt erstmal um. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht korrekt ist. Nee, das kann nicht korrekt sein. Na, Quatsch. Das kann nicht korrekt sein hier. Wir bauen es jetzt trotzdem mal. Schritte braucht der noch 1500. Oh. Das habe ich gemacht. Transportkapselabsturz. 9 Stunden. Fang ihn sofort ein. Sollte schon lang, dass wir ihn zurückschleppen, hoffe ich. Sonst hätte man gleich verarzten müssen. Okay, wird verarztet, ja. Und schaffen wir auch. Ja, ja. So, dann hat man beide hier. Gefängnis, Blutmahlzeit, Hämogenfarm und erstmal Widerstand. Also erstmal nur Wille reduzieren. Drobo, was kannst du denn überhaupt? Nahkampf, Bergbau, Kochen, Handwerk. Armee von Buddha, faul, habgierig, Nachteule. Nachteule ist gut. Normaler Mensch. Okay. Was? Drobo, der Wille ist schon reduziert. Aber, nee, ich brauche den jetzt erstmal als Hämogenfarm. Wir haben jetzt hier einen Todesschlafbeschleuniger. Genau. Und ich hätte nämlich gerne... Hier noch Zeug. Was war denn die Hämopumpe? Erhöht die Menge an Hämogen, die ein Todesschlaf in seinem Körper speichern kann, funktioniert mit einem Todesschlafsack. Okay, dann hätten wir den Verstärker. Versetzt den Todesschlaf in einen Hämogen, was ihn befähigt, mehr Hämogen aus sämtlichen Hämogenquellen zu beziehen. Dann hätten wir die Pumpe. Dieses Gerät befähigt einen Todesschläfer nach einem Todesschlaf schneller zu laufen. Okay. Dieses Gerät steigert die mentale Sensibilität. Und überall braucht man 5 Sachen dafür. Und Bauteile vor allen Dingen. Das ist gerade so ein bisschen mein Hauptproblem. Was forschen wir jetzt? Multi-Analysator. Okay, wir müssen jetzt dringend hier irgendwas machen mit dem Raum. Das geht so nicht. Am leichtesten wäre es natürlich, wir würden einfach, ja, wir würden hier einfach weiterhauen. Der Raum muss dringend größer werden. So, hier brauchen wir auch noch Rohre.
Baumwolle. Entspannung. Billardtisch. Geht. Ich bin am Überlegen, ob wir hier gleich vergrößern. So. Na, dann könnte man aber eigentlich auch noch so machen. Da glätten, genau. So, Shorty, okay. Shorty haut sich hier mal durch. Terror-Skulptur hergestellt. Die anderen Skulpturen würde ich gerne wir brauchen Drachen wieder Todesschlaf ein. Ich brauche noch ein bisschen. Aber wo ist die Skulptur, ist die Frage. Die anderen Skulpturen würde ich dann gerne verkaufen. Also ich würde gerne anfangen, ein bisschen Geld noch nebenbei zu verdienen. Wo ist die Skulptur, ist die Frage. Da. Die montieren wir mal hier so rein. Hier so rein. Zack. So einen leeren Käfig hätte ich auch hier gerne noch einen. Gut. Dann hätten wir das auf jeden Fall hier auch schon mal. Seltene Drumbos. Schaut sie hier nicht aus. 5,2 von 10. Kommt, geht auch langsam vorwärts. Geht auch langsam vorwärts. Zone Dach bauen, bitte. So. Nee. So. Gut. Hätten wir auch. Das muss hier auch alles dringend weg. Der Stahl muss ja auch weg. Kanonen sind auch schon da. Die kosten alle einen Haufen Bauteile. Dann reißen wir mal eine hier wieder ab. Das war mir jetzt nicht bewusst, dass die 3 Bauteile kosten. 3 langen auch erstmal. Aber wir könnten hier schon mal was anders anfangen. Ich habe extra mir die Embrashers geholt. So. Bauen wir mal schon ein bisschen, schon mal ein bisschen Schutz. Brauchen wir hier hinten dann auch irgendwann einmal. Und das hier müssten wir dann auch mal schützen irgendwann.
Können wir eigentlich schon mal anfangen. Da kommt aber eine verdoppelte Mauer hin. Einfach nur, um die Leute abzuhalten, dass sie auch da die Mauer angreifen wollen. Geht das? Ja, geht. Können wir sogar noch eine Reihe innen bauen. Okay. Dann würde ich sagen, für die Folge war es das mal wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.